Denn das Gerät hier schafft einen Anlaufstrom von bis zu 18.000 Watt. Mal gucken, was passiert, ja? Okay. Also, es ist überhaupt kein Problem, es funktioniert auch ohne weiteres. Wie viel Energie kannst du hier eigentlich speichern? 2100 Wattstunden. Wie lange brauchst du eigentlich, um das hier vollzuladen? Wir haben es ausprobiert, wir sind irgendwo knapp unter 2,5 Stunden rausgekommen. Eine andere echt coole Sache ist, das Gerät ist komplett passiv gekühlt. Wir werden jetzt mal hier, ich glaube sogar zwei Tests machen in einem Moment. Und zwar nehmen wir hier unsere Steckdosenleiste. Wir werden jetzt mal hier unseren Hobel laufen lassen. Wir werden hier wirklich hobeln. Währenddessen werden wir das natürlich auch absaugen. Wenn das funktionieren sollte, dann gehen wir eine Stufe weiter und nehmen den hier sogar noch mit dazu.